Verzeihung, haben Sie einen Moment Zeit? Ich hätte da mal eine Frage. Ja, das ist... Verehrtes Fräulein, es geht mir darum zu fragen, ob Sie nicht vielleicht hier in Ihrem Kaufhaus jemanden bräuchten. Zum Arbeiten, verstehen Sie? Ich bin mir für nichts zu schade, kann immer noch gut arbeiten. Sie sind ja vielleicht ein Scherzkeks. Was meinen Sie denn, wie viele das wollen und können? Hier stehen Leute, die einen Job suchen, Schlange. Und die sind, Entschuldigung, wie alt sind Sie? 70? 67. Na sehen Sie, das bringt doch nichts. Genießen Sie Ihre Rente, seien Sie doch froh, dass Sie nicht mehr arbeiten müssen. Ich will aber arbeiten. Das wollen viele. Aber ich bin da jetzt auch eigentlich gar nicht die Richtige. Darf ich Ihnen mal was sagen, junge Frau? Können Sie sich vorstellen, wie das ist, nicht mehr gebraucht zu werden? Den ganzen Tag die Wand anzustarren? Ich habe in meinem Leben, was Gott, hart gearbeitet. Habe immer den Moment herbeigesehnt, wo ich endlich mein Leben genießen kann. Den Lohn der Arbeit verpulvern. Mit meiner Frau Sachen machen, verreisen, all das. Können Sie vielleicht nachvollziehen, wie das ist, wenn man dafür genau 4 Monate Zeit hat, weil einem so mir nichts, dir nichts, die Frau wegstirbt? Können Sie das? Können Sie natürlich nicht. Momentchen. Kann ich mal den Kassenbeleg sehen? Sicherheitsdienst. Der Schirm. Warum bitte einen Regenschirm? Was hat Sie denn da geritten? Keine Ahnung. Ihnen ist schon klar, dass wir diesen Diebstahl zur Anzeige bringen müssen, hm? Wenn Sie meinen. Ich verstehe Sie nicht. Ich meine, wie alt sind Sie? 70? Warum genießen Sie nicht einfach Ihre Rente? Und freuen sich, dass Sie nicht mehr arbeiten müssen. Wollen Sie das sagen? So ungefähr. Ich will Ihnen mal was sagen. Ich habe Ihre bewegende Rede da draußen mit angehört. Ach, traurig sowas. Aber solche wie Sie habe ich hier alle Nase lang. Rentner, die ein wenig Aufmerksamkeit wollen, mit ihrer Rente nicht auskommen und glauben, dass ich aus Mitleid Sie einfach gehen lasse. Vergessen Sie es. Es gibt sogar eine eigene Kategorie für Sie. Ü-60-Kriminelle. Und es werden immer mehr. Wenn Sie also glauben, dass ich Sie aus Nachsicht nicht anzeige, das tun nämlich viele meiner Kollegen, dann haben Sie sich getäuscht. Warum lachen Sie? Ich habe nur gerade gedacht, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schön es ist, wenn überhaupt mal jemand mit einem spricht. Egal wie. Hm. Wie ist Ihr Name? Edgar. Edgar. Weiter? Komme ich dann jetzt ins Gefängnis? Und für den Regenschirm, ach, da gibt es nur eine Geldstrafe. Ich habe keins. Ja, dann werden Sie zu irgendeiner Arbeit verurteilt. Wie lange? Keine Ahnung, ein paar Stunden. Okay, was soll's. Ich habe eh gleich Feierabend. Hauen Sie ab. Na los, auf die Polizei warten, der ganze Schreibkram. Nee, das dauert jetzt viel zu lange. Hm? Sind Sie sicher? Verschwinden Sie. Aber beim nächsten Mal können Sie was erleben, das verspreche ich Ihnen. Thank you.
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird zu 60 Arbeitsstunden verurteilt. Nachdem ich Ihnen ja alles erklärt und Sie mit Ihrer Arbeit vertraut gemacht habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie noch Fragen haben, nicht wahr? Ich hoffe, Sie sind sich im Klaren darüber, dass Sie Ihre Zeit hier nicht einfach nur abgammeln können. Sie werden hier hart arbeiten müssen, trotz Ihres Alters. Sind Sie dazu bereit? Ja. Ja, ich würde auch mit. Gut. Ja, oh, dann fangen wir an. Sie beide gehen.